Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Nicht, dass Sie denken, ich würde Sie zum neuen Politmagazin begrüßen. Nein, Schwarz-Gelb hat hier eine ganz, ganz andere Bedeutung, als sich manch einer das vorstellt. Diese Tastatur nutzt wirklich den maximalen Kontrast aus, den wir uns mit unseren Augen wirklich nur wünschen können. Selbst für jemanden, der nicht mehr so richtig gut sehen kann, ist das eine ideale Kombination. Ich habe das Problem auch, und vor allen Dingen, wenn es dunkel wird oder wenn jemand ein bisschen grauen Star schon hat oder so etwas, dann hat man Probleme damit. Mit der Tastatur haben Sie eigentlich keine Probleme. Man braucht noch nicht mal eine beleuchtete Tastatur, sondern auch im schwachen Licht hat man in dieser Kombination einen sehr, sehr guten Erkennungsgrad für die einzelnen Tasten. Also, Tastatur, die per USB angeschlossen wird an den Rechner. USB, dann geht Windows, das ist also in der Hauptsache für Windows. Ich habe es aber auch unter Linux probiert und da funktionierte es auf Anhieb, der musste nichts installieren. Windows hat dann erstmal ein bisschen rumgerödelt, hat gesagt, wird sich einen Treiber holen, hat sich dann auch einen Treiber geholt. Ja, und dann habe ich noch etwas. So schön wie die Tastatur ist, aber sie scheint ein bisschen viel Strom zu brauchen. Denn an zwei Rechnern habe ich es probiert, da hat es nicht funktioniert, weil diese Leuchtdiode hier oben, hier von diesen Status-LEDs, die hat gar nicht geleuchtet. Die ging mal kurz an und war dann wieder aus. Und da hatte ich schon so einen Verdacht. An einem Hub mit einer extra Stromversorgung hat es problemlos funktioniert. Und dann habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert. Also an allen Rechnern funktioniert sie, wenn sie angeschlossen wird, bevor der Rechner eingeschaltet wird. Oft sagt man ja USB-Geräte erst später, weil der sonst so lange macht und rödelt und so. Bei der Tastatur ist es anders. Die sollten Sie vorher einstecken und dann geht es auch mit der schwarz-gelben. Also für jemanden, der nicht mehr ganz gut sehen kann, ist das die ideale Tastatur, denn das Kontrastverhältnis ist einfach nur spitze. Viel Spaß damit und tschüss.